Would you have liked to do more human characters? Oh, you bet I would. But you never had the chance? No, I never had a chance, and I thought if I ever developed a strip of my own, it wouldn't be funny animals, it would be with human characters. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Comic Critic. Heute geht es um die 10 Seiten Geschichte von Karl Barks auf Motivsuche. Im Original Camera Crazy, erstmals erschienen in Walt Disney's Comics and Stories 46 im Juli 1944 und auf Deutsch im Mickey Mouse Heft 27 im Jahr 1979. Ja, wieder mal eine lustige Konkurrenzgeschichte zwischen Donald Duck und seinen Neffen. Und zwar geht es diesmal um einen Fotowettbewerb, an dem Donald und eben die Neffen teilnehmen. Donald arbeitet wieder mit unfairen Mitteln, drängt sich vor, nimmt sich die bessere Kamera und versucht so auch die spektakulärsten Bilder zu schaffen. Die Neffen mit Ehrlichkeit und Bescheidenheit schaffen es aber trotzdem in Wirklichkeit mit einer einfacheren, älteren Kamera die besseren Bilder zu schaffen. Und Donald, seine tollkühnen Pläne gehen meistens nicht so ganz auf, wie er sich das vorstellt. Er geht sogar so weit, dass er am Schluss einen wilden Bären aus dem Entenhausener Zoo befreit, nur um ganz tolle Fotos zu machen. Wenn der durch die Stadt streunt, das gelingt ihm auch, er macht ganz tolle Fotos. Doch, Schlussgag, er hatte keinen Film in der Kamera und so sind wieder mal die Neffen die Gewinner der Geschichte und im Endeffekt lässt Donald Duck dann das Fotografieren bleiben und verbrennt seine Kamera. Ja, eine sehr lustige Geschichte, ein bisschen aufwendiger auch gezeichnet als die anderen Konkurrenzgeschichten, weil man hier ein bisschen mehr von der Stadt Entenhausen mitkriegt, die in dem Fall wieder so wirkt wie eine Großstadt, ähnlich Chicago oder New York. Es gibt Hochhäuser, es gibt Fahnenmasten, große Brücken wie in San Francisco, also eine wirkliche Großstadt ist es hier, wurde ja schon öfter erwähnt, manchmal. It is in a fantasy land. It has a big city that is on the ocean. It's a small town that is in the desert. It is in the farming country. It is high in the mountains. It is a very strange place. It is a land of fantasy. Hier ist es eine richtige American City. Und auch ein bisschen mehr als in allen früheren Geschichten kommen hier die Einwohner Entenhausens zum Vorschein, und zwar sind das eben nicht, wie der Name sagt, Enten, oder wie auch im Original heißt es ja auch Duckburgers, sind keine Ducks, sondern eben so menschenähnliche Hundewesen, die hier noch manchmal ein bisschen weniger definiert sind als in späteren Donald Duck Geschichten, aber trotzdem so den Grundstock legen für die Grundbevölkerung, praktisch die Komparsen in Entenhausen sind, diese menschenähnlichen Wesen oder Hunde. Es war ja Parks verboten, Menschen in den Donald Duck-Geschichten zu zeichnen. Das hat er einmal in einer späteren Geschichte gemacht und wurde dafür sofort vom Konzern sehr gescholten und ermahnt, das nie, nie wieder zu tun. Da gibt ja die Geschichte, wo der Donald mit dieser schönen Spionin da diese Abenteuer erlebt. Und der Parks hat immer eine große Vorliebe für schöne Frauen gehabt, hat sie auch gern gezeichnet, hat den Donald umgeben mit den wunderschönsten Frauen und diese sexy Agentin. Und da hat er nachher, ist er dann zu den Chief Editors geholt und hat ihm gesagt, nie wieder. Deswegen blieb es bis heute immer bei diesen Hunde-menschenähnlichen Wesen, die Entenhausen bevölkern. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon wieder. Nachlesen kann man das Ganze in der Nummer 3 der gelben Edition der Parks Library. Dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen und adden, liken, sharen und so weiter. Und grüß eng, bis zum nächsten Mal. Es gefasst ab.